Als der Jeep genau auf meiner Höhe ist, springe ich vor seine Motorhaube. Der Fahrer reißt das Lenkrad herum und bringt das Fahrzeug direkt vor dem brennenden Reifen zum Stehen. Freudenfeuer, so nennt sie mein großer Bruder August. Er sagt, dass wir dadurch endlich unser Schicksal in die Hand nehmen. Ich schultere mein Holzgewehr, an dessen Ende die Flagge weht. Die richtige natürlich, die blau-weiße mit den 5 Vulkanen, über denen eine Jakobinermütze schwebt. Mit der anderen, der rot-schwarzen, wollen wir nichts zu tun haben. Seit der Piñata nicht mehr. Und schon gar nicht, seit unser korrupter Präsidentenclan sie sich zu eigen gemacht hat. Auf dem Jeep steht keine Parole. Interessiert sich der Fahrer nicht für unseren Kampf? Er trommelt ungeduldig mit den Fingern aufs Lenkrad. Das sind die Schlimmsten, sagt Augusto. Mitläufer, die sich mal auf die eine, mal auf die andere Seite schlagen. Und dabei unser Land aussaugen. Genau wie unser Präsident, der erst einen Diktator verjagt und dann selbst zu einem geworden ist. Seit über 10 Jahren ist er an der Macht. Und noch immer sind wir das zweitärmste Land in der westlichen Hemisphäre. Während er in den Südstaaten der USA lebt und im Geld badet. In unserem, versteht sich. Ich lasse dem Fahrer die Wahl. Er kann eine kleine Spende herausrücken oder sich die Heckscheibe beschriften lassen. Ich bin nicht überrascht, als er mir bedeutet, um den Jeep herumzugehen. Dass das Volk Hunger habe, schreibe ich mit Spezialkreide, die er schwer wird abkratzen können und dass unser Land endlich befreit werden müsse. Dann lassen wir ihn weiterfahren. Nicht immer kommen die Fahrer so glimpflich davon, vor allem abends nicht, wenn einige unserer Kämpfer betrunken sind. Matteo übertreibt es zum Beispiel fast immer. Dann verrutscht seine Maske, sodass man sein Kinn und seinen Mund sieht, ohne dass er es merkt. Außerdem haben die Regierungsbonzen Krawallmacher in unsere Reihen eingeschleust. Sie haben ihnen Geld gegeben, damit sie um sich ballern und unseren friedlichen Protest untergraben. Wir wollen die Autofahrer eigentlich nur zum Nachdenken bringen. Mut wollen wir ihnen machen. Mut zu kämpfen, sich uns anzuschließen. Einige von ihnen tun es. Augusto rollt einen neuen Reifen auf die Straße. Darin zünden wir Holz ab. Die Feuer leuchten in den Abendhimmel. Matteo hebt die Signalpistole über seinen Kopf. Zunächst zischt es. Dann reißt der Knall die Luft über unseren Köpfen in 1000 Stücke. Das allgegenwärtige Feuerwerk übertöne die Schüsse, behaupten unsere Gegner. Sollen sie es ruhig glauben? Sollen sie ruhig ein bisschen Angst vor uns haben? Wir sind nicht wie unsere vernünftigen Nachbarn im Süden. Die haben ihr Land zum Funpark für reiche US-Amerikaner gemacht. In Minibussen werden Touristen dort zu ausgewählten Orten gefahren, ohne den Bewohnern je begegnen zu müssen. Da sind wir aus anderem Holz geschnitzt. Wir kämpfen für unsere Zukunft. Wir müssen es tun, weil der weltweite Wohlstand unser Land beharrlich übersieht. Endlich nehmen wir die Sache in die Hand und schauen nicht länger zu, wie sich die Regierungsklicke die Taschen mit unserem Geld vollstopft. Das hier ist kein Filmchen fürs Internet. Wir meinen es ernst. Sogar auf der Insel mit den beiden Vulkanen, die bei den Gringos so beliebt ist, blockieren wir die Straße mit Holzstämmen. Wir lassen keinen mehr durch. Anarchie. So nennt das unsere Vizepräsidentin, die falsche Schlange. Wir sagen, dass endlich mal das Volk das Sagen hat. Nicht nur auf dem Papier, nicht versteckt in Paragraphen und allzu groß herausgestellt in Reden, sondern greifbar auf der Straße. Denn wir entscheiden, wen wir durchlassen und wen nicht.
Wir haben genug von den Beschwichtigungen und von Versprechen, die sich auflösen, sobald man sie einlösen will. So geschieht es doch täglich in den USA, wo sie alle paar Jahre eine neue Marionette aufstellen. Und jeder weiß, dass in Wahrheit Coca-Cola und Google die Fäden ziehen. Dort beschwichtigt man die Menschen zumindest noch mit Geld. Bei uns funktioniert das nicht, weil die Habgier unserer Präsidentenfamilie grenzenlos ist. Gestern haben unsere Kameraden den Kunstmarkt in meiner Stadt abgefackelt und irgendjemand hat dabei versehentlich zwei Jungen in den Kopf geschossen. Einer davon war gerade 11 geworden, genau wie ich. Wir wollen nicht, dass jemand stirbt, aber wie viele von uns sterben jeden Tag? Weil wir der Regierung längst egal geworden sind. Augusto sagt, dass wir immer schon hartnäckiger leiden mussten als unsere Nachbarn. Als unsere Vorfahren sich gegen die Spanier zur Wehr gesetzt haben, entvölkerten diese unser Land, bis nur noch 4000 Menschen hier lebten. Der Rest wurde in die umliegenden Gegenden geschafft oder gleich in die Silberminen von Bolivien und Peru deportiert. Später sorgten die Yankees dafür, dass eine Diktatorenfamilie unser Land über Jahrzehnte hinweg ausnehmen konnte. Die Anführer des Aufstands, der die Machthaber endlich zu Fall bringen konnte, wandelten sich mit den Jahren zu Kraken, die sich mit aller Kraft an der Macht festsaugen. Ihre neueste Idee ist ein Kanal, breiter und tiefer als der von Panama. Sie haben ihn den Chinesen gegeben. Sie wollen ihn mitten durch unseren größten See ziehen und dabei zehntausende Menschen enteignen. Das dürfen wir ihnen nicht erlauben. Mama sagt, dass ich zu schnell erwachsen werde, dass ich eigentlich in die Schule gehöre und dass ich mir Gedanken machen müsse, was aus mir werden soll. Aber Augusto meint, dass jetzt der Zeitpunkt sei, ein Zeichen zu setzen, dass ich nirgendwo anders hingehöre als auf die Barrikaden und dass ich mir Gedanken machen solle, die über mich selbst hinausreichen. Er hat recht, das weiß sogar Mama tief in sich drin. Wir werden ihn fortjagen, unseren Diktator. Das ist wichtig, wenn wir überhaupt eine Zukunft haben wollen. Noch halten sich die Touristen fern von uns. Die Ausländer rechnen uns täglich vor, was unser Protest kostet. Bald aber werden wir ein freies und stolzes Land sein. Weil wir den Mut aufgebracht haben, im richtigen Moment auf die Straßen zu gehen, Feuer anzuzünden und die Autofahrer vom Kampf zu überzeugen. Schon kommt das nächste Auto, ein Minibus. Sein Fahrer streckt schon von Weitem die Faust aus dem Fenster, um uns zu unterstützen. Augusto springt ihm trotzdem entgegen. Toll sieht das aus. Im Feuerschein sieht man die Muskeln seines Oberkörpers besonders gut. Er trägt zwei schwarze Halstücher, eines auf dem Kopf und das andere über dem Mund. Ich weiß, dass mein Bruder für mich sorgt, indem er hier ist und kämpft. Für mich tut er alles, denn aus diesem Holz sind wir geschnitzt hierzulande. Wir sind wie die Vulkane, die unser Land formen. Jahrelang nehmen wir alles hin. Dann aber explodieren wir unvermittelt vor Zorn. Und auch wir werden unser Land für immer verändern. Nach den Blockaden und den Feuern werden wir nie mehr irgendwem gehorchen müssen. Der Fahrer des Minibusses ist ausgestiegen. Natürlich könnte Augusto eine Parole auf die Heckscheibe malen, meint er. Mein Bruder zögert. Ich weiß, dass er beim Schreiben oft Fehler macht. Besonders, wenn es schnell gehen muss. Hermanito, sage ich zu ihm. Lass mich das machen, bitte. Ich lächle ihn an. Nie war mein Bruder stolzer auf mich.